Moin, moin, ihr Panzerianer und Panzerianerinnen. Heute haben wir Folgendes. Und zwar auf der Karte Mainz, ne? Hier Minen. Ein gewertetes Gefecht. Rangbattle, ne? Groß werdende Flasche. Auftrag gegen Schmerz und zerstören und so, ne? Was ganz Neues wie immer. Vom Spieler Korkel in seinem E100 Heavy Tanku. Und ja, was kann man dazu sagen? Nix. Schauen wir es uns an. Los geht's, genau. Jojo. DJ Battery. Kenny Knallu. Monk. Sehr schön, die E4 campt nicht. Leo, die Fahrt hat sich gelungen. Kein Touches. Ne, dieser sechste Sinn-Sound bei mir, der soll Glück bringen. Hätten wir vor, will er da hochklettern? Komm, jetzt. Viel Vergnügen. Oh, oh. HD Rally. Oh, schöner Hit. Ich hab gleich mal die 2 gedrückt, ne? Ist ja Rank Butler. Irgendwann ist man so genervt, dass man die ganze Zeit mit einem Sternchen rumfährt. Dass man sich dann sagt, ja, hier. Jetzt gibt's Heat im Mund, ne? Das hört sich jetzt wieder schräg an. Was heißt es im Mund? Ja, Kaffee. Tee. Was denkt ihr denn schon wieder? Ja, der Sheridan drüben. Denkt daran, der wird nächstes Jahr ausgetauscht. Der Sheridan. Ja, falls sie das beibehalten mit ihrem... Wir tauschen die Panzer aus, dafür kriegst du 9 und darfst den alten behalten. Holt euch den Sheridan. Die Grille. T10. Das wird noch ausgetauscht. Der ging nicht durch. Was hast du jetzt ausgegeben für die Mumpel? Vielleicht kann er uns das mal schreiben. Ich habe den Panzer nicht. Was so eine Heatschelle beim E100 kostet. 5000? Ja, mal eben 5000 Credits für einen Kettentreffer. Oh Gott, ist das krank. Jojo. Die Maus will es. Ja, 10.000. Da fliegen die Credits. Oh, schöner Schuss, E4. So, jetzt die Maus, aber komm. Mal wieder die bedroht, ne? Korkel ist ganz schön garstig, ne? Komm raus, komm raus, komm. Na komm jetzt. Hier ist Smokofi irgendwas. Komm. Hä? Hey. Ja, okay. Bei euch klappt das, ne? Eure Replays sind immer der Hammer. Mumpeln, die sonst wo hinfliegen. Hauen mal voll durch. Cool. Ja. 16,51 Reload Time. Geht eigentlich für 700er Schellen. Ne, was machst du im Durchschnitt? Ja, 717, 733. Wenn du gleich im Reload bist, guck ich mal. Dun, 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 dun. Die Rallye. Du willst eine Mumpel vom Kockel. Sheridan hat drüben aufgegeben. Ja, ja, ich liebe eure Mumpeln. Oh, der E4 wieder. Muss man den Turm nicht anschrägen, ne? Gut. Wurde dich jetzt getroffen? Am Turm gebounced? Ne, Oberwanne, oder? Ja, Oberwanne. Na?
Matti. Matti geht jetzt rauf da. Schön seitlich, genau. Schöner Hit. 6,81, genau, das wollte ich ja gucken. So, was hast du denn hier? 750 im Durchschnitt. 246 Durchschlag, 334. Okay, gegen die Maus, ja. Jojo, Maus. Ih, schade. Aber auch Gunmantlet. Ne, Kanonenblende. Ja, pass bloß auf die TDs dahinter auf. Und tschüss. Jawohl, nice. Eine E50, ob ich da fahren würde, wüsste ich jetzt nicht. Meistens steht da ein oder zwei TDs hier. Da, FV, Kinderwerfer. Und tschüss. So, ein noch. Nice. So, du hast 20 Sekunden Zeit, also nicht mal mehr, um in Deckung zu kommen. Sehr schöner Held. Komm, Red. Tschüss. Ja, 7 zu 2. 4154 Schaden. Gibt eine WN8 von 3423 und eine EFF, ne, hier neuer Fußballverein. Einer für alle, ne? 2039. So, Briten Heavy. Rechts. Die Einserflanke ist eigentlich ja, auch wichtig, würde ich mal sagen. Wir haben die zu lange gewartet. Also das Gegnerteam. Dun, 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 dun. Okay. Der V ladet sehr schnell nach. Muss aufpassen. Aufpassen. Oh, der ist ja noch voll HP. Leck mir im Arsch. Schöner Hit. Der V, du kriegst in die Seite. Und bist gleich am Arsch. ES7 oben. So, komm, gucke! Hey, ES7, bleib mal stehen hier. Das sag ich doch. Und bam, Bitch. Angezündet. Der hatte keinen Feuerlöscher. Ja, läuft bei ihm. Ich fahre den Russen oder den Chinesen mit Ration, damit ich schneller schießen kann. Kann man machen. Ja, wenn deine Crew Feuerlöschen drauf hat. Na, Spaced Armor? Jawohl. Ist immer so bei mir auch. Ich treffe immer diese bescheuerte Seite. Jo, jo. Schöner Hit. So, einmal umgedreht. Oh, hier, STRV. Ja, komm, hier. Das kleine Klatschbrötchen nenne ich die immer, ne? Stricherwagen, Klatschbrötchen. Kennt ihr Klatschbrötchen noch? Ja, ne? Gab's früher mal mit Negerküssen. Ne? Wie heißt das jetzt? Sorry, das sollte jetzt echt nicht schlimm sein. Oh, man entschuldigt sich mittlerweile dafür, ne? Wie heißen die Dinger denn? Ihr wisst ja, diese innen sind die weiß, außen Dickmanns? Genau, das nenne ich eine Firma. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Also Dickmann in ein normales Brötchen reingequetscht. Das ist ein Klatschbrötchen. Die waren super. Ja, 14 zu 5 schon. Würde man sagen, das Klatschbrötchen hat sich gelohnt. Hier, was gekappt. Hab ich gar nicht mitbekommen. Vor lauter Klatschbrötchen quatschen. Ja, trotzdem nochmal die WN8, ne? 9653, Effizienz 3695. Bei 6683 Schaden, 212 geboons und 1241 ermöglicht. Jetzt gehen wir natürlich zusammen nochmal zu den hier, ne, Auswertungen. Zum Detailed Report, ne. Da ist sie ja. Ja, er hat es geschafft, jetzt den Rang 2 zu bekommen. Das war wichtig. Ne, gibt es wieder 300 Anleihen. Ein Panzerass hat er gemacht. Kann man ja in jedem Modus machen. Zwei Panzer hat er aufgeklärt, die ES4 und die Maus. 1241 ermöglicht, 2120 geboonst,
5 Module zerschissen hier, ne? 6683 Schaden und 4 Panzer hat er rausgenommen. Die ES-7, Jagdpanzer E-100, Maus und Streetwagen. In der Teamauswertung, jo, ganz knapp. An erster Stelle, ne? Fast 3000 Schaden mehr als der nächste. So, hier, Jürgen. Lief bei dir. Also nicht mein Jürgen, sondern so ein anderer. Ne? 217. Erfahrung wollen wir ja auch nochmal gucken. Auch an erster Stelle, ja, tipptopp. 1214 Base XP reicht, um das Ding zu meistern. Das ist krass. Finde ich gut. So, was hat er an Kreditos gemacht? 93.749 Credits. Dann hier die drei Autos wieder reparieren. Vehikle 21.000. Ammo 90.000. Durch das Heat-Geschosse. Also kostet 9.000 oder wie eine Mumpel. Gucke, tu mir mal einen Gefallen. Schreib mal unten rein, was so eine Mumpel kostet. Er gibt eine Endsumme von 17.684. Aber wie gesagt, für einen Panzer 6 Schaden. Und ich sag euch, ich ziehe euch 17.684 Credits ab. Würdet ihr es machen oder nicht? Ja, hallo. Was sind 17.684 Credits für einen Panzerass und den Damage hier, ne? Drauf geschießt, ja. So, an Erfahrung hat er folgendes gewonnen. 1821. Ja, keine Booster, gar nichts. Hier auch kein Beach Day. Er gibt eine Endsumme von 1821 und 90 freie Erfahrung. Kogel, ich danke dir fürs Uploaden, ne? Also fürs Einsenden, euch fürs Einschalten. Und ich würde sagen, ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen... Ciao zusammen.